Moin, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play RimWorld. Und ja, wir müssen mal eben kurz hier was anpassen, sehe ich gerade. Und zwar müssen wir die Zone mal erweitern. So, sehr schön. Die müssen wir wegtragen. Und dann habe ich Zibi hier in Traumtänzerin umbenannt. Natürlich wieder random aus den Kommentaren gefischt. Und ja, wir haben gerade hier die Karawane, beziehungsweise die Karawane geht gerade zurück. Muss gerade ein bisschen Mikro anpassen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut. Aber da ich gequatscht habe, wahrscheinlich nicht. So, hier hinten Vexaba. Gut, die sind auf dem Weg, haben jetzt gerade nicht so viel Nahrung. Aber allerdings, wenn die hier sind, haben sie wieder richtig viel. Weil hier vorne können sie halt nichts pflücken, ne? Naja, auf jeden Fall müssen wir mal eben kurz die Traumtänzerin einweisen und gucken, was die so kann. Also erstmal Feuerwehrpatient und Arzt soll sie nicht machen, weil die kann Arzt nicht. Aufsehen ist sie sehr gut, das kann sie machen. Forschen ist sie auch gar nicht so schlecht. Handwerk ist sie überhaupt nicht gut. In der Waldarbeit ist sie gut. Und sie kann sehr gut bauen. Oh, das ist sehr schön. Feldarbeit kann sie ebenfalls machen. Machen wir mal auf 2. Jagen soll sie nicht. Kochen können sie lernen. Tierpfleger. Ja, kann sie behalten. Ja, ansonsten würde ich sagen, lass mal das so. So, die sind auf dem Weg und die Traumtänzerin muss sich erstmal jetzt einkleiden, würde ich sagen, oder? Wir haben gar keine Sachen mehr hier, ne? Was hat die denn noch nicht? Und ich brauche jetzt erstmal so ein bisschen Stuff hier. So ein bisschen was machen. Einmal den Schutzhelm, Schutzweste und Schutzhose. Ja, wer stellt das denn dann hin? Ich glaube, der Philipp war das. Oh! Ja, seht mal an hier, die ist fleißig. Ein fleißiges Bienchen. Sehr schön. Welches Bett hat sie sich gekrallt? Noch gar keins hier. Haul mal eben bitte. Das sieht so ein bisschen kacke aus hier. Dankeschön. Jetzt einmal kurz zu Ende bauen. Ja, da bin ich glücklich. Dann gucken wir uns den Raum mal an hier. Ja, das ist doch schön hier. Eine schöne Attraktivität hier drin. Das sieht wirklich wunderbar aus. Ohne Tisch gegessen. Ja, hier ist doch ein Tisch. Hungrig, hat rohe Nahrung gegessen. Ja, dann musst du dir mal Nahrung machen. Warum frisst du Kartoffeln? Was ist los mit dir? Ach, du kannst. Achso, du kannst sie kochen. Achso. Ha. Ich könnte sie ja als Koch einstellen, aber. Nee, ich glaube, das ist nicht gut. Und der Rack, und genau, wir haben ja noch einen Gefangenen hier. Der kann jetzt wieder laufen. Der hat uns so ein bisschen verlangsamt. Außerdem haben wir jetzt hier wieder eine 8 Tage Tagesration. Ja, ich weiß nicht, was wir mit dem machen werden. Also er ist hässlich und freundlich. Attraktivität minus 1. Oh, das ist fies. Gibt auch noch den Perk, glaube ich, extrem hässlich. Das ist genauso fies. Und ja, da kam jetzt neulich in den letzten Kommentaren ein Kommentar zu dem Feld hier. Nicht dem Feld, sondern dem Beton. Warum ich nicht alles mit Beton mache? Weil die hätten dann ja kein Cover. Ist ganz einfach. Wenn ich hier Beton mache, dann haben die eine andere Laufgeschwindigkeit. Hier zum Beispiel Laufgeschwindigkeit 70%. Ne? Da sieht das. 80, 87, tut mir leid.
Hier auf dem Beton zum Beispiel, da haben wir Laufgeschwindigkeit 100. Geglätteter Stein 100. Oder hier habe ich noch irgendwo normalen Beton. Ich weiß gerade nicht, wie bei hier 100, 100. Und das ist das große Problem. Die haben einfach eine hohe Laufgeschwindigkeit hier, wenn ich da irgendwas halt hinpacke. Ja, soll mal einäschern hier. Ach so, es ist. Ach so, die macht das gerade fertig. Ach so. Nio. 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 Okay. Den bunten Kommentar kann ich jetzt mal weglassen. Aber der Rack, den bringen sie gleich mit. Das ist unsere Geisel, beziehungsweise unser Gefangener. Der kann auch wieder relativ, ja. 51% ist jetzt nicht so ideal und wir brauchen unbedingt noch bionische Beine, weil hier der Pascal. Warum kann der sich eigentlich so wenig bewegen? Ach, wegen diesen verdammten Krankheiten hier, ne? Genau, wegen der Wurminfektion. Also eine Scheiße. Ne, der hat es wirklich schwer. Also Pascal, ne? In dieser Runde. Ich hatte noch nie einen Kolonisten, den das Spiel so gehasst hat. Also wo man wirklich gemerkt hat, wie, ich weiß nicht, wie die KI sich wirklich drüber nachdenkt. Wie können wir Pascal töten? Wie können wir diesen einen Kolonisten umbringen? Das hatte ich noch nie. Krankheit, Grippe. Pascal. Da! Jetzt hat er auch noch eine Grippe, Pascal. Ich sag's euch doch. Das Spiel hasst diesen Kolonisten. Abgrundtief. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht. Ich weiß es einfach nicht. Hier, jetzt ist er. Nicht nur hat er jetzt eine Wurminfektion bekommen. Also der frisst ja nicht aus Mülltonnen oder so, ja? Und der hat auch nicht hier irgendwie. Wobei da, schwaches Immunsystem. Ah, deswegen. Hat ein schwaches Immunsystem. Er wird häufiger als andere krank. Ah, das ist das Rätsels Lösung. Okay, das Spiel hasst ihn doch nicht. Das hasst einfach nur immunschwache Kolonisten. Aber auch andere Sachen passieren ihm auch ständig. Nicht nur das. So, einmal bitte howlen. Das Ding ist nämlich so gut wie im Arsch, beziehungsweise können wir einfach jetzt da liegen lassen. Nee, du machst jetzt erstmal die Leichen da weg. So, oben kannst du dann fertig bauen. Gar kein Problem, aber nicht jetzt. Irgendwie geht das gerade nicht. Ist ja merkwürdig. Ah, jetzt. Irgendwie kann ich damit gerade nicht mehr so. Ah, jetzt. Okay, jetzt geht's. Okay. Na, jetzt habe ich wieder dieses Viereck da, was ich rumbewegen kann. Ein Affe wurde zahm. Okay. Ach, die macht das hier oben fertig. Ja, sehr schön. Allerdings läuft sie immer hin und her momentan. Da wird da oben nicht viel fertig. Aber hier unten könnten wir das auch noch machen. Das sollten wir aber eventuell tun, wenn wir mehr von den Steinen haben. Oh, die sind auch bald da. Die brauchen ungefähr noch einen Tag. Das werden wir also diese Folge noch erleben. Und dann werden wir hier den Gefangenen, denke ich, auch anwerben. Also. Ansonsten mal eben gucken, was wir so haben hier. Wir haben ja auch wieder schon wieder einen kleinen. Wir haben zwei kleine. Das sind nur die gleichen wie vorher. Sind, glaube ich, nur die gleichen wie vorher. Nee, das ist ein Weibchen. Oh. Ich hoffe, der trifft hier nirgendwo bei den Tieren. Das fände ich echt scheiße. Ah, jetzt holt er wahrscheinlich hier was für die. Davon liegt auch noch eine Leiche. Hier liegen überall Leichen.
gut, die verwesen da hinten, das ist nicht so schlimm, aber das hier vorne muss weg. Ach, hat sie schon weggemacht? Ja, sehr schön. Braves Mädchen. Das hier unten fuckt natürlich jetzt ein bisschen ab, dass alles abbrennt. Aber stört mich jetzt auch nicht so arg. Nee, auf jeden Fall, das Problem ist, dass man hier bei den Bäumen eigentlich relativ wenig Cover kriegt, ne? Also, das waren glaube ich 30% oder so. Ja, 25%. Also recht wenig. Wir werden aber die noch fällen. Die werden wir noch alle weghauen hier. Also da immer schon alles clean halten und dann hat sich das eigentlich gegessen. Gott, es gibt ja noch so viel zu tun. Aber dank Traumtänzerin werden wir jetzt auf jeden Fall einen großen Teil davon fertig bekommen. Weil die baut auch sehr gut und sehr schnell. So, die sind auch fast da. Voraussichtliche Ankunftszeit. Irgendwie verlängert die sich ständig, oder? Jetzt sind es auf einmal 08, eben waren es noch 09, aber da ist ein bisschen Zeit vergangen. Na, ist ja auch egal. Pascal hat schon wieder eine Wurminfektion. Sag mal, das ist ein bisschen übertrieben. Ich glaube, ich hole mir nie wieder einen Charakter mit einem schwachen Immunsystem. Never again, echt. Never, never again. Der hat gerade drei Krankheiten. Nee, hat nur eine Grippe gerade. Jetzt hat er keine Wurm. Hä? Warte mal, der hat keine Wurminfektion, aber die wurde doch gerade angezeigt. Stelle sicher, doch hier. Pionier, Pascal Pionier ist an einer Wurminfektion erkrankt. Wenn ich jetzt aber auf Pascal gehe und auf Gesundheit und dann auf Pascal. Hier, Bio oder? Also hier Körper. Dann hat er gar keine. Der hat gar keine Wurminfektion mehr. Ist vielleicht auch ein bisschen buggy, dieser Perk, keine Ahnung. Kann auch sein. Ich würde mal davon ausgehen. Da, 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 da. Da werden wir auf jeden Fall jetzt schön Klamotten hier anbauen. Wir nicht Klamotten anbauen, beziehungsweise das Zeug für die Klamotten anbauen. Wäre recht praktisch, wenn sowas auf dem Feld wachsen würde. Frischen T-Shirt aus der Erde. Mhm. Boah, die macht so viel fertig. Guckt euch das mal an, hier wird alles fertig gerade. Alles, was ich in Auftrag gegeben habe. Das ist richtig gut. Und die ist auch recht schnell. Was hat die denn so für Skills an sich? Also schießen kann sie nicht so gut. Aber natürlich müssen wir sie trotzdem mal eben ausrüsten mit... Und sie sind eingetroffen. Sehr gut. Ne, mal eben kurz das Sturmgewehr ausrüsten. Wo ist der Gefangene? Ja, und wo ist jetzt der Gefangene? Ich hatte doch einen Gefangenen dabei. Wutanfall Roffelkopter. Ja, die Karawane ist hier eingetroffen, aber... Da ist er.
der muss ins Bett gebracht werden. Ach so. Rick Pirat. Genau, Rick. Okay. Da muss er eben ganz schnell ins Bett gebracht werden. Der kann nämlich kaum laufen hier. So. Ich wollte schon sagen, wo ist der denn? Aber lassen ihn da einfach rumlaufen. Der hätte locker abhauen können. Mann, Mann, Mann. Also das war jetzt wirklich unverantwortlich. Der hätte einfach so weglaufen können. Dann wäre mein schöner Gefangener weg. Und irgendwie geht's Roffelkopter überhaupt nicht gut. Warum denn nicht? Lebensmittelvergiftung, oder wird es mir auch scheiße gehen? Starke Schmerzen, unterernährt. Ja, dann futter doch. Mensch. Wir brauchen irgendeinen Koch. Kochen eins. Doch, Roffelkopter, er kann auch kochen. Okay, aber jetzt können wir auch ein bisschen jagen gehen. Und zwar ganz, ganz viel. Erstmal rotten wir die Affen aus, die Chinchillas, die Ratten. Und die Wasserschweine nicht, die können gefährlich werden. Die Schildkröten. Das reicht erstmal. Haben wir überhaupt einen Jäger gerade? Nee, haben wir nicht. Wie wär's denn mit Rex? Komm, du bist doch sicherlich ein guter Jäger. Mach du das mal. Also die schöne Waffe hier. Und Pemmikan wurde auch erforscht. Das heißt, für zukünftige Reisen haben wir da auf jeden Fall auch noch was Schönes am Start. Was brauchen wir denn noch? Ein Stahlvorkommen, wo denn? Das ist hier in der Nähe. Na, ich weiß nicht. Zweihundertdreißig Kräutermedizin, ein Persona-Kern, Impulsgewehr und Plastahl. Meine Persona-Kern, den brauchen wir später. Der ist schon gut. Haben wir so viel Kräutermedizin am Start? Gleich schon. Wir gucken gleich erstmal, wie viel wir haben, wenn das alles geerntet wurde. Aber ein Persona-Kern wäre eigentlich gar nicht schlecht. Da könnten wir wirklich mal drüber nachdenken, ob wir die Quest machen. Marschlandbach, wo ist ein Marschlandbach? Das ist ja nicht weit entfernt hier. Da können wir auch einen mit der Dings hin schicken hier, mit dem Shuttle. Nicht mit dem Shuttle, sondern mit einer Transportkapsel. So, schnacken wir mal kurz mit dem und gucken, was wir da machen können. Na, 4%. Pemmikan-Bauteile.
Ja, weiß nicht viel, aber immerhin. Und so wie ich das sehe, haben wir dann gleich genug von der Kräutermedizin, oder? Jo, haben wir. Also wir können die Quest annehmen. Unten das Teil ist auch schon fertig. Das heißt, ich würde sagen, das machen wir. Machen wir uns den Persona-Kern. Ja, das machen wir. In 20 Tagen läuft's ab. Das heißt, wir haben mehr als genug Zeit. Und da werden wir uns auch in der nächsten Folge drum kümmern. In dieser Folge, ja, ist jetzt, sage ich mal, nicht ganz so viel passiert, aber wir haben eine neue Kolonistin bekommen und Rex, sage ich mal, ist auch hier. Den müssen wir eben kurz hier den Widerstand reduzieren. Ob ich ihn jetzt anwerbe, das weiß ich noch nicht. Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob es der wert ist. Ich meine, der kann ein bisschen schießen, ist gut in Kunst, geistige Arbeit, okay. Aber ansonsten kann der nicht so viel. Könnte man vielleicht als Putz oder so abstellen, keine Ahnung. Aber wir haben halt Verluste gemacht und jetzt müssen wir auch mal erstmal ein bisschen was herstellen wieder. Und da bin ich mal gespannt. Hier brauchen wir eigentlich noch ein bisschen was zum Herstellen. Ach, das macht er sogar, der Philipp war das, ne? Die hat ja auch schon einen Helm hier. Na, dann wird sie hergestellt. Allerdings haben wir auch kaum noch Stahl. Das könnte daran liegen, dass wir dann... Oh, da. Oh, ich sehe was. Supi. Gleich mal wegmachen, beziehungsweise... So. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann darum kümmern, hier ein bisschen... Ja... sie auszurüsten und dann werden wir auch langsam so ein bisschen in die Richtung forschen, dass wir hier die erweiterte Fabrikation zu Ende bringen und dann kommt auch langsam das Schiff hier mal. Der Langstreckenscanner kommt dann noch und. Die Raccoon-Rüstung und die Marine-Rüstung werde ich wahrscheinlich skippen, weil die ist wirklich verdammt teuer. Die herzustellen wird auf jeden Fall echt widerlich und ja, da müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie hinbekommen. Ich habe mir schon mal überlegt, wie wir eventuell hier unten ein bisschen nach Erzen suchen können. Das zeige ich euch dann. Wir machen da so ein kleines, ich nenne es mal System. Zeige ich euch dann auf jeden Fall in der nächsten Folge. Also, ich wünsche euch jetzt erstmal noch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, dann Däumchen nicht vergessen, würde ich mich freuen. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Also, bis dahin, ich wünsche euch was und tschüss.